Herzlich willkommen zu unserem heutigen kurzen, knackigen Workout, unserem Po Power Special. Ihr braucht dazu kein Equipment, nehmt euch nur eure Matte und dann legen wir auch direkt los. Wir starten mit einem kurzen Warm-up. Setzt euch dazu bitte leicht nach hinten und nehmt die Beine nach oben und macht eine große Kreisbewegung. Zieht die Beine lang und zieht sie wieder zu euch. Im Wechsel. Stützt euch hinten locker ab. Und dann kommen wir wieder nach unten. Macht die Beine lang und neigt den Oberkörper nach vorne und zur Seite. Nochmal nach vorne, zur Seite. Zieht euch lang und rotieren. Einmal noch. Zur Mitte, dann gehen wir noch mal nach hinten, stützt euch dabei auf die Unterarme und wir kippen unser Becken, heben es ganz leicht ab vom Boden, spannen dabei den Po kurz an und lösen wieder. Gleichmäßige kleine Bewegung, kurz anheben. Kippen und absetzen. Zweimal noch. Und lösen. Dann sind wir ein bisschen aufgewärmt und starten mit unserem Workout. Stützt euch dabei bitte auf die Hände, die Finger zeigen weg von euch. Stellt die Beine schulterbreit auf und hebt euren Körper weg von der Matte. Wir bilden eine Linie und wir spannen den Po an und gehen ganz leicht tief, lösen die Spannung und hoch und bauen die Spannung auf. Tief und hoch. Schaut dabei zur Decke und spannt den Po so fest an, wie ihr könnt. Zieht euch hoch und löst. Der Po berührt nicht den Boden und die Füße stehen beide fest mit ganzem Fuß auf der Matte. Wir gehen noch zweimal hoch und wir bleiben oben, halten die Position. Heben im Wechsel ein Bein an und das andere. Rechts und links im Wechsel. Bleibt oben und zieht das Knie in Richtung Brust. Sehr schön. Gleichmäßig. Noch zweimal auf jeder Seite. Und der letzte. Und wir senken den Körper, setzen ab, machen die Beine kurz lang, lösen die Arme und dann habt ihr die erste Übung schon geschafft. Wir gehen direkt nach unten, legen uns auf die Seite, lassen den Oberkörper aber oben, stützen uns auf und bringen beide Knie leicht nach vorne. Achtet darauf, dass ihr nach hinten etwas Platz habt. Wir heben das obere Bein ab und strecken das Bein nach hinten, spannen dabei unseren Po ganz fest an, der andere Arm stützt und wir kommen nach vorne. Das Bein bleibt oben, langziehen, Spannung und nach vorne. Ziehen, kurz halten und nach vorne.
gleichmäßige Bewegung. Sehr schön. Dann machen wir das Ganze noch etwas schneller. Ziehen. Jawohl. Ganz wichtig, das Bein berührt nicht das andere. Und der Po wird ganz fest angespannt. Macht das gut. Und wir schaffen noch 3. Noch 2. Letztes Mal. Und wir senken das Bein und drehen uns. Wir machen noch die andere Seite. Wir stützen wieder. Position kennt ihr. Heben das Bein und ziehen lang. Beugen. Ziehen. Spannung. Und nach vorne. Gleichmäßig. Wir berühren nicht das andere Bein. Ziehen nach hinten. Und nach vorne. Ganz gleichmäßig. Lang machen. Beugen. Wir machen das Ganze noch etwas dynamischer. Spannung. Ganz toll. Und die letzten 3. Und wir kommen mit dem Bein zurück, setzen ab, lösen die Spannung und gehen in die Bauchlage. Legt euch ganz entspannt ab, nehmt die Arme in Richtung Kopf, stellt die Beine mit den Zehen auf den Boden auf. Die Arme bleiben jetzt gleich vor euch liegen. Den Oberkörper hebt ihr ganz leicht an und haltet ihn ruhig. Und dann nehmen wir beide Beine weg vom Boden und gehen so weit nach oben, wie wir können. Ziehen. Macht dazu eine leichte Grätsche und zieht die Zehen zu euch. Heben und senken. Spannung. Spürt eure Muskulatur im Po. Die muss richtig arbeiten. Ganz klasse. Rücken ruhig und hochziehen. Super. Schaut nach unten dabei. Und wir machen die letzten 3. Setzen wir die Beine ab, lösen die Spannung, nehmen die Arme etwas tiefer und drücken uns nach oben. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Hier verharren wir noch kurz. Ihr dürft euch kurz ausruhen und ich zeige euch schon mal die Position für die nächste Übung. Dazu brauchen wir auch wieder beide Seiten getrennt. Nehmt ein Bein nach oben, gebeugt, zieht die Zehen an. Stellt euch vor, ihr drückt eure Fußsohle in Richtung Decke. Wir schauen dabei nach unten, halten das Gleichgewicht. Dann könnt ihr einsteigen, nehmt euer Bein nach oben und dann ziehen wir das ganze Bein gebeugt in Richtung Decke. Beide Arme stützen, beugt dabei die Ellbogen und zieht euch nach oben. Spannt die Po-Muskulatur an, zieht euch lang, als würdet ihr die Decke berühren wollen. Soweit es geht, nach oben. Das macht ihr gut. Und wir machen noch 3. Und kommen nach unten und fangen direkt mit der anderen Seite an. Gleiche Position. Und wir ziehen das Bein nach oben. Jetzt nochmal alles geben. Das ist der letzte Durchgang. Dann habt ihr den Hauptteil geschafft. Und langziehen. Das Bein beugen. Ganz klasse. Nach oben. Und wir schaffen noch 3. Letzter. Und wir kommen nach unten. Und setzen uns ganz locker ab.
Machen die Beine lang. Atmen durch. Entspannen die Muskulatur. Wir lockern die Beine aus. Wir machen noch ein kurzes Cooldown. Locker atmen. Beine lockern. Im Wechsel. Ganz entspannt. Dann stell dir bitte ein Bein auf. Das andere zieht ihr zu euch. Überkreuzt die Beine und setzt den Arm am Knie an und drückt das Bein zur Seite, hebt dabei den Po vom Boden ab und spürt eine leichte Dehnung. Kurz halten. Und spannend lösen. Das gleiche noch auf der anderen Seite. Po abheben. Hier einen leichten Zug spüren. Und dann lösen wir die Spannung. Sehr gut, wir sind fertig. Ein kurzes Workout und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.